Herzlichen Glückwunsch zum 150. Jubiläum. Die DAZ lese ich gern, lese ich mit Interesse, auch wenn mal was Kritisches zur Gesundheitspolitik jetzt des neuen Gesundheitsministers drinsteht. Ich wünsche der DAZ und den Abonnentinnen und Abonnenten, den Apothekerinnen und Apothekern weiterhin viel Erfolg, alles Gute, Interesse an dem, was den Berufsstand angeht, an der Gesundheitspolitik. Und ich freue mich auch auf die hoffentlich weiterhin auch zum Schmunzeln anregenden Karikaturen. Ihren 150. Geburtstag feierte die DAZ mit zahlreichen Gästen in der Landesvertretung Baden-Württembergs in Berlin. Dort erwartete das Publikum spannende, unterhaltsame, aber auch kritische Vorträge. Das Ganze unter dem Motto Zukunft gestalten. Schwaben sind pünktliche Leute. Wir haben ein straffes Programm. Ich möchte Sie sehr herzlich begrüßen zu unserem Kongress 150 Jahre DAZ. Meine Damen und Herren, Zukunft gestalten. Unter diesem Kongressmotto möchten wir uns auch vor diesem Hintergrund am heutigen Tag mit den Perspektiven beschäftigen, die die Entwicklung der Pharmazie bietet. Und zwar bietet sowohl für Apothekerinnen und Apotheker als auch im Hinblick auf die Erwartungen einer sich in den nächsten Jahrzehnten rasant verändernden Gesellschaft. Denn die Kluft zwischen dem, was in der Medizin heute theoretisch möglich wäre, und dem, was praktisch finanzierbar ist, wird in allen Ländern dieser Erde immer weiter werden. Und die entscheidende Frage für jedes Gesundheitswesen ist, der Zukunft wird sein, wie gehen wir mit dieser Lücke um? You sure you're using it right? Do I look like an idiot? No. Why don't you show me how your inhaler works? Umbruch ist, dass wir zum ersten Mal in der Geschichte der Zivilisation einen Zustand erreicht haben, wo Kranksein volkswirtschaftlich mindestens so wertvoll ist wie Gesundheit der Bürger. Das heißt, öffentlich bekannt sind die, die Botschaften verbreiten, die Werbung machen, die sozusagen auftreten als diejenigen, die offensichtlich und angeblich etwas wissen, was den anderen hilft. Solange natürlich die Leistungserbringer selber immer auf den anderen zeigen, die Apotheker auf die pharmazeutische Industrie auf die Krankenhäuser auf die Ärzte und die Ärzte wieder auf die Apotheker und pharmazeutische Industrie, so lange wird sich nichts tun. Aber schauen Sie sich den Wahnsinn an. 16 Reformgesetze in 30 Jahren, 9 davon in den letzten 11 Jahren und man weiß nicht, wann das nächste kommt. Wo ist da Verlässlichkeit? Planbarkeit. Der Ökonom braucht Planbarkeit. Nach langem Applaus für die Redner und einer kleinen Erfrischung wurde der neue Bundesminister für Gesundheit empfangen. Er stellte sich den kritischen Fragen und zeigte sich gesprächsbereit zu Themen wie Apothekenbetriebsordnung und dem Abbau von Pick-up-Stellen. Ich habe mich gefreut, dass die Bundesländer jetzt in der Gesundheitsministerkonferenz das Thema nochmal beschlossen haben, weil sie mir Unterstützung geben, ja, in der Auseinandersetzung, die ich ja dann auch mit anderen habe. Gleichwohl brauchen wir einen Vorschlag und ich muss natürlich auch hören, was will die Apothekerschaft? Bisher war das Signal, wenn kein Verbot möglich, dann lassen wir das so, weil wir die Sorge vor dieser Apotheke leid haben. Fragen und wenn wir doch ich mal die Verbot nicht hinkriege, Repräsentanten, dann gibt es keinen anderen Weg, es sei denn, gerne, wenn Vorschläge da sind, ich bin sofort bereit. Gemeinsam nach Formulierungen zu suchen und auch zu finden und dabei höllisch aufzupassen, dass wir da nicht aus Versehen so eine Apotheke leid. Die Italiener, die nehmen uns das ja vor. Nicht? Ich muss aber feststellen, ich habe im Kabinett keine Mehrheit dafür bekommen. Bundesinnen- und Bundesjustizministerin haben diesen Entwurf mit ihren Häusern nicht mitgetragen, weil sie verfassungsrechtliche Bedenken haben, das einzuschränken, als zu verbieten, Pick-up. Das wäre ja der sinnvolle Weg, es gänzlich zu verbieten. So fing alles an. Apotheker Gottlieb Zink, das war unser Stammvater aus Göppingen, da ist er geboren. Apotheker seines Berufs hatte die glorreiche Idee, ich mache eine Zeitung. Ja, Zeitung war zu viel gesagt. Ein Blättle war es, ein Anzeigenblättle. Ich zeig's Ihnen gleich. Und wieder ist eine neue DAZ erschienen. Wie jede Woche seit über 150 Jahren.
Man hat ja heute gesehen, dass Sie aus einem kleinen Blatt, aus einem Anzeigenblatt entstanden sind und heute, wie man an den Vorträgen hört, ja ein mitbestimmendes Organ in der Gesundheitswirtschaft sind. Und ich wünsche, dass die DRZ weiterhin sehr viele Impulse geben kann. Ich wünsche der DRZ ein langes Leben. Ich glaube, dass die Vortragsserien heute gute Beispiele dafür geliefert haben, in welche Richtung man aktiv werden muss. Ich gratuliere zunächst mal der DRZ zu ihrem Geburtstag, wünsche der DRZ viele weitere glückliche Jahre und immer eine objektive Berichterstattung. Was man der DRZ wünschen kann, sind halt für die Zukunft viele, viele gute Abonnenten, viele treue und kritische Leser und zahlreiche und gute Diskussionen. Mit dem Bus-Shuttle ging es nun zum Wasserwerk, um den Tag würdig mit viel Tanz und einer zauberhaften Lasershow zu feiern. Happy Birthday, DAZ. Es ist ein bisschen eng hier vorne, aber trotzdem, 150 Jahre DAZ, das ist eine Gelegenheit, die Welle noch mal auszuprobieren. Und Freaks in the House, DAZ, komm!